Im Durchschnitt weg. Ein Kilo ja. Mett zum Frühstück! Ein Kilo Mett zum Frühstück! Die sind zu zweit! Freunde, heute wird's wieder unangenehm. Es gibt wieder was zum Cringen, denn wir gucken uns die legendäre Folge an. Ein Kilo Mett zum Frühstück. Ein Block nimmt ab, der von den Family Stories, Freunde. Heute keine dumme Folge, aber Freunde, diese Folge hat's auch in sich. Ich laber nicht lange. Ein Block, wir steigen in Wesseling direkt rein. Am Rande Kölns. Hier mit natürlich wieder. In Köln, ja. Wesseling, okay. Im Rheinland leben sieben Schwergewichtige Tür an Tür. Und alle wollen nur eines. Weg. Weg aus Köln, oder was? Mit dem Speck. Ja, weg mit dem Speck. Okay, sieben Leute, die hier abnehmen wollen. Okay, und das wird sehr amüsant, wurde mir gesagt. Ja, viele haben gesagt, reagier mal auf diese Folge. Ja, wir schauen mal. Die erste im Bunde ist Annegret. Die Annegret. Die frühere... Block. Sie bringt stolze 127 Kilo. 127 Kilo? Mächtig. Komm auf die Waage. Und das nicht. Hat sie gerade einfach Mett pur gegessen mit Zwiebeln und so Maggi oder Sojasauce? Also zu 80% besteht mein Leben aus Essen. Ah, okay. Annegret, das ist, das nenne ich mal gesund. Zu 80% nur Essen, okay. Weil's geil ist und schmeckt und ist lecker. Okay, geil ist, schmeckt und lecker ist, okay. So kann man Essen auch zusammenpassen. Aber Freunde, da muss ich auch kleine Brötchen backen, weil ich esse auch gerne. Ja, ich bin auch ein kleiner Fressack. Wer liebt Essen nicht, ist die Frage, ja. Nicht einmal halb so alt wie Annegret, dafür noch 30 Kilo schwerer ist. Oh, nicht mal halb so alt. Also Annegret war 55, dann ist sie 7 und nicht mal 37 und wiegt doppelt mehr als sie. Isa, die 24-Jährige, wiegt rund 157 Kilogramm und ist mehr als unzufrieden. Knackige 160, glaube ich. Bis auf meinem... Das ist doppelt so viel wie ich. Ich wiege 80 ungefähr. Mein Gesicht, also außer der Doppelkinn, ist alles Problemzone. Mit Problemzonen... Okay, Kennen sich auch Daniela und... Immerhin, aber Freunde, was man sagen muss, immerhin haben sie alle den Willen abzunehmen, ja? Der Wille ist ja da. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, nee, alles ist gut, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ja, alles ist gut für meinen Körper, so, weil es geht halt aufs Herz, es ist nicht gesund für den Körper, so eine Ernährung. Und aber immerhin sehen sie es ein. Ob sie es halt in die, ob die in die Umsetzung kommen und ob sie auch wirklich am Ende abnehmen können, das ist halt die Frage. Guido bestens aus. Nach dem Motto, Liebe geht durch den Magen, hat sich das Ehepaar gemeinsam... Ah, die sind auch fies von der Serie, die denken sich ja diese Sprüche auch so. Die sind halt, die essen halt sehr viel und wollen abnehmen und dann sagt der Reporter einfach so, ja, Liebe geht durch den Magen. Ja, wortwörtlich. Ein Übergewicht angefuttert. Das Ergebnis zu... Oh, da gab Pommes mit Currywurst oder was war das? ...haben sie die Grenze zur Vierteltonne bereits geknackt. Oh, okay, Vierteltonne, 250 Kilo, also pro Person 125 Kilo. Das rumgammelt zu Hause, Duo. Das Rumgammel-zu-Hause-Duo? Also, das klingt ja so, als wenn die stolz darauf wären. Ja, wir gammeln den ganzen Tag rum und fressen nur Pizza. Okay, cool. Toll. Also, man zieht sich so gegenseitig ein bisschen runter. Hä, sagt er mit einem Lachen? Das ist eigentlich... Okay. Nicht runter, sondern hoch geht es mit Single-Mann Sascha und seinen Kilos. Aktuell... Ey, das ist nicht runter, sondern hoch mit den Kilos. Diese Überleitung und diese Wortspiele, ja. Ja, da haben die sich echt Mühe gegeben, ja. Das Gewicht des 32-Jährigen 144. Der Metzger kann einfach keinem Snack widerstehen. Also die zweite hat bisher, glaube ich, das höchste Gewicht, ne, mit 157. Die Hausarbeit muss sein und zwischendurch mal happen. Ja, macht halt nicht. Klar, ein Knackerl schmeckt halt immer, ne, ein Knackerl. Passt dann. Oh, das hat geknackt. Lecker Schmecker. Spaß haben die Blockladies Elisabeth und Jennifer allemal, bis es ans Wiegen geht. Denn Mutter und Tochter wiegen... Spaß haben sie allemal, bis es ans Wiegen geht. Dann hört der Spaß auf. Also diese Wortspiele, ja, die sind ja die Härte. Jeweils fast 100 Kilo. Und das kommt nicht von ungefähr. Herr Käse. Würstchen, genau. Käse, Würstchen. Oh, die reden ja richtig tiefes Kölsch, Freunde. Lasagne. Chili con carne. Bauerndorf, ja. Chinesisch. Currywurst. Currywurst, genau. Damit. Es, keine Frage, wenn ich auch das jetzt höre, ich habe jetzt auch gerade Hunger. Oh, so eine schöne Currywurst hätte ich jetzt auch Bock, definitiv. Ja. Ist jetzt Schluss, denn ab sofort heißt es, ein Block nimmt ab. Das Ziel, gemeinsam 70 Kilo in 8 Wochen abspecken. Okay, warte mal, viele Leute sind das? Warte, das sind 7 Leute. 70 Kilo. Jeder will 10 Kilo abnehmen. Okay, ist ein Schritt. Ist ein Schritt, ja, will ich. Das macht, wie gesagt, also das ist natürlich noch nicht denn das Endziel, aber es ist ja fürs Erste ein Schritt. Besser als gar nichts. Abnehmen. Wir schaffen das. Wir schaffen das.
Und damit das auch klappt, mal schauen, ob die das schafft. Steht der Block ab sofort unter dem Kommando von Fernanda Brandao. Ah, Fernanda Brandao, die war doch mal, war die nicht auch mal in der DSDS-Jury? Ich glaube schon. Gebürtige Brasilianerin arbeitet seit ihrem 16. Lebensjahr als Fitnesstrainerin. In Sachen Sport und gesunde Ernährung macht ihr keiner was vor. Keiner was vor, ja, die Fernanda. Meine Rolle wird es sein, die Sieben zu unterstützen, als Fitnesscoach und als Trainer. Aber wie sie über den Rasen. Das stelle ich mir auch so cool vor. Ja, die machen so eine Szene vor diesem Block und sagen, ja, renn mal immer so über den Rasen. Und sie so, okay. Sie natürlich auch zu motivieren und auch in den Hintern zu treten, wenn sie mal vielleicht nicht so gut mitmachen oder sogar drohen aufzugeben. Ich habe viel Erfahrung damit. Meine beste Freundin hat über 40 Kilo abgenommen. Ich mache es auf meine ganz besondere Art und Weise. Zuckerbrot und Peitsche nenne ich sie. Zuckerbrot und Peitsche. Da sind wir mal gespannt, Brandao wollte ich sagen. Gemisch aus Fernanda und Brandao. Brandao, genau. An der Seite von Fernanda wird sich Dr. Thomas Kurscheid um die medizinische Versorgung der Blockbewohner kümmern. Mein Arzt, ja, der Professor Kurscheid. Wir müssen abnehmen, sonst drohen die ganz typischen Folgeerkrankungen wie Hirnschläge, Herzinfarkte, Diabetes. Und dafür sind die einfach noch viel zu jung. Gemeinsam sind sie stark. Fernanda Brandao und Dr. Thomas Kurscheid legen direkt los. Guten Morgen. Hallo zusammen. Das Treffen der Giganten. Okay, 7 Leute, die abnehmen wollen, mit einem Arzt und einer Fitnesstrainerin. Ich bin so gespannt, worauf das hinausläuft. Ist euch gut soweit? Ja. Ihr seid ein Block. Und wichtig ist, dass da viel Teamgeist hintersteckt, dass ihr euch austauscht und dass ihr diese Reise gemeinsam angeht. Ein Block. Mich würde mal interessieren, kannten die sich auch vorher schon? Also waren die schon befreundet? Hatten die schon das gemeinsame Ziel oder wurden die jetzt für diese Serie, für diese Folge einfach wild zusammengewürfelt, ja? So, das würde mich mal interessieren. Wer am wenigsten von seinem jetzigen Gewicht abnimmt, bekommt eine Strafe. Uiuiui. Wie sieht die Strafe aus? Eine Woche nichts essen? Ich hab Angst. Dann sieht man die an. Ja. Die Strafen, ja. Wir gehen einfach davon aus, dass wir nicht dazugehören, die eine Strafe kriegen. Ob meine Frau die Strafe kriegt oder nicht, ist eigentlich egal. Ich weiß nur, dass ich sie nicht kriege. Ich hab... Okay, Bro. Keine Angst vor der Strafe und ich will es ja auch schaffen. Neben Sport soll vor allem... Okay, Annegret geht zuversichtlich ran. ...eine radikale Ernährungsumstellung zum Ziel führen. Jeder Blockbewohner hat sich für eine bestimmte Diätform entschieden. Ich habe mir die Kartoffeldiät ausgesucht, weil ich... Okay, die Kartoffeldiät, ich bin gespannt. ...gerne Pommes esse und Kartoffeln und weil das gut sättigt. Kartoffeln kann man tatsächlich abnehmen. Das liegt aber daran, weil dem Körper sehr, sehr wichtige Dinge fehlen, nämlich zum Beispiel Eiweiß. Und deswegen muss sie direkt nach den ersten Tagen Eiweiß in Form von Quark zum Beispiel, also Ofenkartoffeln mit Quark, hinzufügen und dann wird da was draus. Wir haben. Okay, weil Kartoffeln sind ja reine Kohlenhydrate. Also, ich habe noch nie was von der Kartoffeldiät gehört, aber okay, scheint es zu geben. Sie vegane Diät ausgesucht, weil wir haben schon vieles probiert, das noch nicht. Dadurch, dass ich schon mehrmals die Atkins-Diät gemacht habe, habe ich für uns zwei die Atkins-Diät ausgesucht. Was für eine die Atkins-Diät? Weil man da relativ schnell abnimmt und an Fett abnimmt. Ja. Und das gefällt mir ja gar nicht. Aber. Das gefällt ihr gar nicht? Okay, warum habt ihr euch denn dafür entschieden? Mal gucken, dass wir da durchkommen, ne? Ja, genau. Jo. Weil so toll ist die Diät auch wieder nicht. Nee, das haben Diäten an sich, aber weil man muss ja Abstriche machen. Ja? Man kann ja nicht mehr dann das essen, was man in dem Moment essen will. Das haben Diäten an sich. So, dass man, ja, wie gesagt, Kompromisse machen muss, ne? Ah, wird schon. Wäre ja schön, wenn man genauso weiterfuttern könnte und dann voll abnimmt, ohne Sport zu machen natürlich, ne? Daniela, die mag eigentlich nicht viel Fleisch und dann müsste man ja eigentlich eine Alternative anbieten. Fleischdiät? Okay. Zum Beispiel Soja, zum Beispiel Milchprodukte. Ich habe mich jetzt erstmal für die Kohlsuppendiät entschieden, weil... Gibt's verschiedene. Die Kursuppendiät, es sind ja Diät von, also ich habe nicht viel Ahnung von Diäten, weil ich habe noch nie in meinem Leben eine Diät gemacht, so. Ich war glücklicherweise noch nicht in der Position, das machen zu müssen, aber ich habe davon noch nie was gehört. Ich kenne so Low-Carb-Diät oder sowas, ja, aber, ja, keine Ahnung. Verschiedene Variationsmöglichkeiten, also schmeckt nicht jeden Tag gleich, kommt drauf an, wie man es würzt. Man kann sich immer... Würzt, ja, so reden die Kölner. Man satt essen, man muss nie hungern. Der Metzger und passionierte Fleischliebhaber hat sich einiges vorgenommen, denn ab sofort heißt es für ihn Kohlsuppe, Kohlsuppe, Kohlsuppe. Hä? Man isst einfach die Kohl...
Die Kohlsuppendiät heißt, beinhaltet einfach, dass du nur Kohlsuppe isst, oder was? Was ist das denn? Das verstehe ich nicht. Du bist dann völlig einseitig, du kriegst viel zu viel Hunger auf andere Dinge. Ich glaube, das führt nicht zum Erfolg. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob er die durchhält, weil keiner hält Kohlsuppe lange durch. Warum macht man das denn, wenn man weiß, dass keiner Kohlsuppendiät so lange durchhält? Warum gibt es das überhaupt und warum machen das Menschen überhaupt? Kohlsuppendiät. Ey, was ist das denn? Gibt das auch eine Pommesdiät? Dann isst man einfach nur Pommes oder also... Also ich habe in der Zeitung gelesen, diese Heilfasten und Schonkost. Und Heilfasten und Schonkost, okay. Die möchte ich mal gerne ausprobieren. Mhm. Weil Weight-Watcher und wie Weight-Watcher, alle heißen, haben mir nichts genutzt. Damit hat sich an... Nee, die haben nichts genützt, ja. Aber gut, wenn man es richtig macht, kann es auch vielleicht nicht, ja. Der Gerät mit Abstand die härteste Diät ausgesucht. Denn hier geht es nicht um eine Ernährungsumstellung, sondern um eine radikale Fastenkur. Eine radikale Fastenkur, okay. Das heißt, nicht anders essen, sondern auch viel, viel weniger essen. Fasten heißt nämlich, dass er erstmal ohne feste Nahrung ein paar Tage auskommen muss und den Darm auch richtig leer macht, also abführt und anschließend dann wieder gesund aufbaut mit Lebensmitteln. Und das ist für okay. Ein paar Tage gar nichts essen, fasten. Sprich, ich glaube, dann schrumpft der Magen sogar und das, du hast weniger Hunger oder weniger Appetit, wie auch immer. Und dann beginnst du neu mit einer gesunden und abgewogenen Ernährung. Okay. Mhm. Sieh sicherlich ein harter Schnitt. Bis jetzt lang Annegret. Was ist das denn? Die hat hier einen Teller einfach nur voll mit Mett liegen oder was? Gemeinsam mit ihrem Sohn Hubert am liebsten richtig zu. Zum Frühstück gibt es Brötchen. Dazu Riesenberge Mettfleisch. Oh nein. Oh, richtig deftig mag ich schon mein Frühstück, ne? Ja, das glaube ich dir, Annegret, dass du es deftigst beim Frühstück magst. Besonders nach meiner Zuckerspritze brauche ich dann ein deftiges Frühstück. Ah, Zuckerspritze, okay. Also sie hat auch Diabetes. Das ist ja normal, ne? Ja, Annegret normal. Kann einfach nicht genug von ihrer Leibspeise kriegen. Mettbrötchen. Ohne Brötchen. Boah. Dass sie bereits Diabetes hat, stört sie nicht. Was zählt, ist einzig und allein der Geschmack. Machachi. Oh, ist das schön. Machi Machi. Machi Machi, genau. Mhm. Ist das nicht auch die Frau, die dieses berühmte Meme hat, dieses Es wird Suppe gegessen? Okay, das ist lachig. Ich weiß nicht, ob das in dieser Folge vorkommt. Ah doch, weil sie macht dann wahrscheinlich Suppe und die anderen haben keinen Bock darauf. Okay, wieder kommt das. Das ist so lustig. Das ist geisteskrank. Okay, ich glaube, Annegret mag Matt. Ja, das habe ich so jetzt nebenbei mitbekommen. Wir machen kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße raus an die Margangster, an das Kanalmitglied Luca W. 2011, an L. Piero und dann Don't Look at Me, Bro. Wenn du nächstes Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar und mit etwas Glück bist du auch dabei, ja? Paracci. In Palacci. Apparatschi im Palacci. Oh. Ohne Brötchen. Lecker. So ein Kilo. Hier und dann so diese ganzen Zwiebeln und so. Boah. Omet geht bei uns beim Frühstück im Durchschnitt weg. Ein Kilo Mett zum Frühstück. Ein Kilo Mett zum Frühstück. Die sind zu zweit. Jeder ein halbes Kilo zum Frühstück. WTF. Ja, da wundert mich das mit Diabetes und hier Übergewicht auch nicht mehr. Wow. Damit vertilgt Annegret direkt nach dem Aufstehen ca. 2400 Kilokalorien. 2400. Das ist mehr als ihr Tagesbedarf. Nur zum Frühstück. Weggehauen. Weggeschlawinst. Wow. Ihr Tagesbedarf wäre dann bereits erreicht. Genau. Und dann kommt noch Mittagessen, dann kommt noch Abendbrot, dann essen die wahrscheinlich Snacks zwischendurch. Also come on, da muss man sich nicht wundern. Und Sport machen die ja auch nicht. Anständiges Frühstück hat, dann hat man auch keinen schönen Tag. Nee, genau, so kann man das rechtfertigen, ja? Ohne gutes Frühstück, ohne ein ordentliches Frühstück hat man keinen guten Tag, ja? Damit kann man ein Kilometer zum Frühstück definitiv rechtfertigen. Doch die nächsten Fressorgien lassen bekanntlich nicht lange auf sich warten. Nee. Da muss die 55-Jährige vorbereitet sein und geht daher regelmäßig mit ihrem Sohn in den Supermarkt. Fleisch. Das ist für Heringe. Fleisch. Da wird auch definitiv die Gemüse- und die Obstabteilung gekonnt ignoriert. Der hat sich weggedreht und sagt Fleisch. Kein Gemüse oder Obst brauchen wir nicht, wir wollen nur Fleisch. Gemüse bleibe ich gar nicht stehen. Nö. Ich bleibe eher an die deftigen Sachen stehen. Mhm. Bockwürstchen oder Bratwürstchen mit diesem Schinken drumherum. Mhm. Das sind so deftige Sachen, die ich gerne mag. Ne? Mhm. Ja, klar. Sind lecker so, aber man kann sich halt nicht nur davon ernähren, Annegret. Ne? Eine Esssünde nach der anderen landet im Einkaufswagen. Mhm. Schokoladentafeln, Pommes. Oh.
Im Supermarkt. Lecker. Weil leckeres gibt's keinen. Die pfeift sich einen Snickers im Supermarkt rein. Die schafft's nicht mal aus dem Supermarkt raus. Ich habe mal gehört, dass man das nicht darf. Das machen ja immer viele, dass sie schon im Supermarkt anfangen zu trinken oder irgendwas zu essen. Und das ist dann trotzdem an der Kasse. Aber eigentlich darf man es nicht. Also viele Kassierer ist das denn egal so. Aber eigentlich darf man das nicht. Doch alles griffbereit, liegt das da. Also man kann es ja auch ruhig dann ausprobieren. Nachdem der erste Heißhunger gestillt ist, wird kräftig weiter eingekauft. Mhm. Und das macht durstig. Praktisch, dass auch jede Menge... Boah, direkt Mezzomix. Annegrets Lebenserwartung. Nicht so ultra hoch, ja? Flüssige Dickmacher in Reichweite liegen. Boah, die Ex, das ist einfach weg, ja? Eieiei. Boah, das tat jetzt gut, ne? Ja, ja. Jetzt ruft das Mittagessen. Doch das zügellose Schlemmen geht nicht spurlos an der 127 Kilo Frau vorbei. Also das Einkaufen fällt mir schwer, das Gehen fällt mir schwer. Glaube ich. Ja, glaube ich. Also wenn dir ein das Gehen, ja, was eine ganz normale, alltägliche, menschliche Aktivität ist, schwerfällt, dann muss man sich vielleicht mal Gedanken machen. Zu Nachbarn zu gehen fällt mir schwer. Mhm. Ja, an für sich alles, ne? Mhm. Vielleicht liegt das an deiner Ernährung. Wäre ich froh, wenn ich oben bin mit die scheiß Treppen hier. Mit die scheiß Treppen hier. Annegret, Junge. Oben angekommen. So, jetzt gibt's erstmal die Smiley Pommes. Wartet dafür eine Belohnung auf die 55-Jährige. Ihre heißgeliebte Fritteuse. Mhm. Geht schneller und schmeckt auch sehr gut. Glaube ich dir. Wenn man weiß, wie es zubereitet wird. Und das weiß Annegret ganz genau, die 55-Jährige. Ja, Fett und dann die Pommes da rein und dann auf Fritteuse starten, glaube ich. Tiert einfach alles. Was sagt der Küchenchef immer? Ein Küchenchef sagt, ein Pariser ist auch nicht schnell drüber zu. Was? Habe ich nicht verstanden. Okay, die Kroketten oder Pommes oder ihr wisst schon, was ich meine, sind ready? Lecker. So, jetzt kommen die schön da. Boah, also Würstchen ummantelt mit Speck, frittiert. Das ist dreifach fett, Freunde. Würstchen sind schon fettig, der Speck da drum ist fettig und dann noch in der Fritteuse. Das ist next level, Freunde. Wow. Schlaf gut und macht ein bisschen flotter, mein Sohn nervt. Fleisch- und Würstchen-Grill ist alles, was ich will, ja. Gute, passende Songwahl, ja. Mein Sohnemann. Ja, hau rein. Ja. Also, ja. Der hat nicht ein Wort gesagt, der Sohnemann. Ah, das schmeckt der Annegret, ne? Ja, komm. Nein. Komm. Der will nicht. Ein Stück musst du probieren. Mund voll. Dann tue ich mir jetzt. Ich könnte meine Mutter wirklich mal eine runterholen. Was? Der würde seiner Mutter gerne mal einer runterhauen? Der Sohn ist genervt von ihr, okay. Weil sie ihn wahrscheinlich ein bisschen zum Essen zwingt. Hat man ja gerade gesehen. Die so, nimm mal auch. Und er so, nein, ich bin voll. Ich will das nicht. Das ist mir zu fettig. Aber Annegret lässt nicht locker. So viel wie die essen. Also ich esse auch schon fettige Sachen, aber nicht so viel wie meine Mama. Ich bin ja noch gesund. Ich kann es mir erlauben. Tu mir mal ein bisschen Cola. Noch nicht, ich noch hab keine. Los. Geh! Gib jetzt die Cola! Also nö, gib! Ja, Annegret, wenn du sie unbedingt haben willst, dann steh auf und hol sie dir. Ich hab Durst. Ich hab Durst. Wär's mal mit dem Glas Wasser, Annegret? Gib! So. Prost. Ja. Oh, Ex. Boah. Annegret, ey, wow. Nach der frittierten 5000 Kilokalorien. 5000, okay, 2500 Frühstück, jetzt nochmal 5000, 7500, ja, ist etwas über dem Tagesbedarf. Als halt darf ein vernünftiger Nachtisch nicht fehlen. Auf Freundin und Nachbarin Daniela ist da immer Verlass. Hallo. Hast Kuchen mitgebracht? Ja, lecker. Mit ihr bracht. Ja, also mehr Kölsche als Annegret kann man nicht reden. Lecker Käsekuchen. Lecker. Käsekuchen schon direkt Finger reinwurschteln. Also Kaffee und Kuchen, das gehört einfach dazu, das machen wir regelmäßig. Wuchtbrumme Annegret kann es kaum noch erwarten.
Nach der Fettbombe kommt jetzt die Zuckerbombe. Boah, und jetzt kommen noch Käsekuchen. Zucker bei Zucker ist gesund. Oh nein. Oh ey, mir wird schlecht, wenn ich das sehe. Erst dieses Frühstück, jetzt das Mittagessen und jetzt gibt's noch Käsekuchen. Denn in diesen Kaffee werden haufenweise Zucker reingepackt. Also ist das jetzt fürs Fernsehen so ein bisschen fake oder ernähren die sich wirklich so jeden Tag? Weil das kann ein Körper nicht lange mitmachen, Freunde. Ich sag immer so, klopf auf meinen Schädel und sag, wenn ich die 70 noch kriege, reicht. Okay, wenn ich die 70 noch kriege, reicht. Okay, immerhin geht Annegret mit Humor darum, ja, was sie ihrem Körper gesundheitlich antut. Die 55-Jährige fackelt nicht lange. Nun sind Kuchen und Schlagsahne verpufft. Also 15 Jahre will sie noch packen. Und doch damit ist der Hunger auf Süßes längst Oh nein, nicht was kommt jetzt noch nach? Ihre neueste Kreation? Schokoriegel im Teig à la Annegret. Das ist ja ekelhaft. Ja, das ist auch ekelhaft. Was für Schokoriegel im Teig? Was kommt da denn jetzt? Muss erstens probieren und dann musst du sagen, und dann ist die Töse. Mit dem Boah, Essen, kann die, da geht die ab, ey, da könnt die nix. Nee, da kennt die gar nix. Ey, das ist ja ekelhaft, Freunde. Ah, hat die kein Verdun mit, das macht die dann. Nee, ja, hat die gar kein Verdun. Skepsis über das, was Annegrets Universalfritteuse da ausspuckt, siegt bei Daniela irgendwann der Appetit über die Vernunft. Okay, das ist turbo eklig. Ein Schokoriegel in der Fritteuse. Ich bin positiv überrascht. Ich habe jetzt echt gedacht, du gehst gleich kotzen. Sorry, aber ist so. Aber ich, jetzt ohne Witz, wo ich das jetzt esse, nee. Aber bitte mit Ah, die mag das jetzt auch. Die mag das jetzt auch, aber das Auge isst ja auch ein bisschen mit und das sieht wirklich unappetitlich aus. Natürlich wird das vielleicht gar nicht so schlecht schmecken, weil es ist ja immer noch Schokolade und ein fettiger Teigmantel da drum. Ja, natürlich. Also das sind ja alles Geschmacksträger, ist alles süß, alles fettig so. Klar kann das vielleicht ein bisschen schmecken, aber es ist einfach trotzdem ekelhaft irgendwie. Der Gedanke. Und dennoch Schlagsahne da drauf. Ich kotze ab, echt. Freund, Kalorien, die sind mir in dem Moment sowas von egal. Hauptsache, es schmeckt und es sieht gut aus. Die Kalorien sind egal, Hauptsache es schmeckt und es sieht gut aus. Okay, okay, mhm, okay, das glaube ich dir. Freunde, hier ist ja auch dieser berühmte Clip, von dem ich gerade geredet habe, ja? Weißt du was? Da ist Daniela, hier ist Annegret und noch ein Kollege Schnürschuh sitzt da. Mach, das ist sowas von widerlich. Widerlich. Setz dich! Setz dich! Es wird Suppe essen! Ja. Es wird Suppe essen! Das. Ey, ich hab gesagt setzen! Es wird Suppe essen! Dieser Clip ist einfach Gold. Er will Suppe essen! Und dann in diesem kölschen Dialekt. Nächste weißt du, warte, was ich mit deiner scheiß Suppe mache? Guck mal hier! Die kippt über den Balkon. Jetzt wieder rein. Also, weit kommt's noch. Da geht Annegret wirklich. So, das ist eine scheiß Suppe. Ich hab zwar die Suppe weggeschmissen, aber war ja jetzt nichts Schlimmes dran. Also der Rasen geht schon nicht ein. Nee, bei der Suppe aber vielleicht doch. Freunde, das war's mit diesem Video. Hier könnt ihr abonnieren, hier könnt ihr auch mein Instagram abchecken. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Das war's. Vielen Dank fürs Anschauen und bis morgen zu einem neuen Video. Ciao.